dann fangen wir an. Also einen wunderschönen erstmal. Einen wunderschönen. Heute wieder die aussätzigen Zauberer mit Unterstützung. Moin. Mit dem Tom. Dem Huckleberry. Der Tante Polly. Und dem Finn. Und wir sind so lustig, weil wir in Leipzig sind auf dem 34C3 ja. Tubat. Chaos Communication Congress. Genau. Und der Huckleberry hat sich was ausgedacht gestern. Über was wir podcasten können. Ja, über den ersten Tag. Eigentlich zwei Tage schon auf dem Ja, Kongress. Tag 0. Ja, Tag 0 und Tag 1, oder? Genau. Ab Tag 0 seid ihr gereist? Waren wir schon da, ja. Ja, ich auch. Und haben aber kein Talk gehört. Tag 0 hat auch keine Talks. Genau. Wird damit zusammenhängen. Ja, also man kann ja mal vielleicht loslassen, was das Außergewöhnliche ist jetzt hier an dem Kongress. Zum einen, das war jetzt das erste Mal, wo wir Tag 0 im Prinzip schon mit ganz vielen Erwartungen hergekommen sind, weil das in Leipzig das erste Mal ist. Hamburg wird ja irgendwie abgerissen, neu gebaut. Da waren die letzten drei, vier Stück, fünf sogar. Boah, wie die Zeit vergeht. 29 bis 34, 33 waren in. Da habe ich ein paar von verpasst, aber Hamburg habe ich trotzdem erlebt. Das war schon riesig. Aber ich muss ehrlich sagen, so mein erster Eindruck schon am Tag Null, wie wir hier rein sind. Messehallen Leipzig und Chaos Communication Kongress, Wahnsinn. Ja, ist halt auch eine Messe, ne? Also man merkt es schon, es ist offener, weiter. Die Deckenhöhen, insbesondere halt in den Messehallen, ist halt schon irre. Aber sonst, ja. Ja. Nett hier. Und so mein Eindruck vom Durchlaufen, die Wurst muss nicht weg. Nö, finde ich auch. Man kann da viel Großartiges in Zukunft erleben. Die Glashalle kann lichtmäßig noch viel geiler bespielt werden, aber sie ist auch so schon sehr gut inszeniert fürs erste Mal. Ja, also vielleicht mal ganz kurz eine Anmerkung für Leute, die überhaupt nicht wissen, von was wir da reden. Also es gab in einem oder mehreren Podcasts eigentlich so ein bisschen eine Diskussion darüber, wie das hier aussieht und wie man sich vorstellt, wie das hier wird in Leipzig, weil es ja das erste Mal ist, dass der Communication Congress hier ist. Und ganz allgemein, Communication Congress, Chaos Communication Congress heißt halt immer auch ganz viel Kunst, Licht, ja, bespiele halt im Prinzip den Raum, den du hast, mit ganz tollen Sachen. Und das hat in Hamburg auch richtige Ausmaße angenommen, weil da war ja auch relativ viel Platz für die Anfangsverhältnisse. Dann später wurde es dann ja auch ein bisschen enger, weil immer mehr Leute gekommen sind. So, jetzt sind wir hier in der Messeumgebung. Das Besondere an dieser Messe, und das war das, was da in den anderen Podcasts auch so ein bisschen kritisiert wurde, ist, das sind links und rechts Messehallen. Und in der Mitte als Verbindungselement zwischen den Messehallen ist so eine ganz große Glasbauschlauch, also aus Glas, ein riesen Schlauch im Prinzip. Eine Halbtonne. Ja, und es wurde dann halt eben auch als Wurst bezeichnet, ja. Die Glaswurst. Und es gab Stimmen, die da schon riefen nach, sprengt das Ding weg und das kann keiner gebrauchen. Genau. Ja. Und auch mein erster Eindruck war letztendlich hier, dadurch, dass sehr viel mit Licht gemacht wird, da ist Platz nach oben. Also da, das ist eine super Halle, das sieht richtig raumschiffmäßig aus, auch jetzt schon. Und ich kann mir vorstellen, in zwei, drei Jahren, wenn da mal so richtig die Lichtkünstler sich dran gewöhnt haben. Oder sich noch mal, mehr Ideen eingesammelt haben. Wird das noch richtig spaßig. Ja. Was ich halt auch, also das habe ich mir eben auch von Anfang an gedacht, als es hieß, ja, das geht nach Leipzig, dachte ich mir auch so, wenn das lichtmäßig auch nur annähernd so wird wie in Hamburg, dann kannst du in der Glashalle richtig was reißen. Und was ja auch noch irgendwie eine Diskussion in diesen anderen Podcasts war, von wegen, dass es in der Glashalle nicht richtig heiß, warm werden würde. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist ein bisschen kühler als in den anderen Hallen, außer in der Lagerhalle. es ist super angenehm. Ich habe auch gerade gelesen, jemand twitterte gestern, die Glashalle habe Fußbodenheizung. Das würde einiges erklären. Okay, ja. Und ansonsten habe ich gerade beim Laufen, weil ich war heute früh schon laufen, einmal um die Messe drumherum oder um die Glashalle drumherum. Da stehen so eine große, wie so eine Zeltheizanlage, ja. Bloß dass sie quasi fest installiert aussieht fast. Mit so einem riesen dicken Schlauch in die Glashalle rein. Da kommt wahrscheinlich ordentlich warme Luft rein. Stimmt, gefroren habe ich nicht. Ja, nee. Muss aber auch dazu sagen, anders wie in Hamburg und Berlin, es ist hier zwar schon kühl draußen, aber es schneit nicht.
Ja. Berlin war ja immer eisiges Wetter, da war ja, ja. immer schön Hamburg gefroren. Auch immer ziemlich kühl, Hamburg auch, ja, nicht ganz so wie Berlin, aber auch schon. Und hier ist es eigentlich relativ warm, in Anführungsstrichen. Ja, die Kaltphase des Winters war schon. Ja. Jo. Okay, dann weiter mit Tante Polly. Tag 1. Tante Polly, ja, ja, meine Erlebnisse vom Tag 0. Ich war indisch essen in Frankfurt. Es klingt eher wie eine Currywurstbude, nämlich Curry King, ist aber ein sehr schönes, leckeres indisches Restaurant, nur zu empfehlen. Weiter zu Tag 1, würde ich sagen. Tag 1, ja. Ich meine, wir erzählen ja immer viel für Datenschutz oder über Datenschutz, zu Datenschutz. Da waren auch ein paar nette Themen dabei. Also was für mich ein spannendes Thema war, war das Thema Social SCP, nee, wie hieß es? Social Bewertung in China. Ja, ja, Social Scoring. Social Scoring, ja, genau. Danke Tom. Scoring ist mir nicht eingefallen. Was schon, ja, auf der einen Seite erschreckt, nachdenklich macht und extrem interessant ist und für mich so ein Thema ist, lässt sich sowas technisch in den Griff kriegen, technisch lösen? Ich glaube nicht. Was passiert da und auf was kann man sich einstellen? Und also die ich glaube, das wirklich Spannende an dem Vortrag war eigentlich auch nicht nur, also die, hat sie ja auch darauf hingewiesen, das ist jetzt in China so und das ist irgendwie weit weg und jeder sagt dann, ja klar, China und totalitärer Staat und dann müssen das irgendwie in den Griff kriegen, keine Ahnung. Das wird uns hier nicht passieren. Also ich fand schon auch sehr interessant, eben genau den Aspekt mal da unter dem Blickwinkel, das ist technisch möglich, das wird da zwangshaft umgesetzt, aber nichtsdestotrotz sind das alles Mechanismen und Techniken, die letztendlich sich genauso gut hier einsetzen lassen und man muss einfach aufpassen, dass das nicht geschieht. Ja, ob das staatlich gesteuert ist oder ob das über große private Konzerne letztendlich so ausgenutzt wird, die Mechanismen sind eigentlich die gleichen und wir sind da nicht vor gefeit, dass auch selbst, ich sage jetzt mal, wenn diese Angstmacherei mit Terrorgefahr und so weitergeht, will ich gar nicht drüber nachdenken, wie das hier in 4-5 Jahren unter Umständen auch aussehen könnte. Also die Techniken, die da eingesetzt werden, die kannst du hier genauso einsetzen. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, man ist gar nicht auf die Technik angewiesen. Wir hatten im 19. Jahrhundert ein ähnliches System. Wenn wir hier irgendein Problem hatten mit der Obrigkeit, dann war die ganze Familie davon betroffen. Im Prinzip ist das nichts anderes, wie wenn die Familie oder die Freunde, Bekannte einfach einen negativen Score bekommen hätten auf ihre Punktzahl. Ja. Sogenannte Sippenhaft, ne? Ja, ganz genau, Sippenhaft. Im Prinzip ist es nichts anderes. Ja. Und da halt technisiert, ich sag jetzt mal fantastisch durchgezogen, organisiert einfach. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man sich Social Networks anguckt, im Endeffekt machen die das ja quasi auch schon. Ja, also zumindest versuchen sie jedem ein Profil zuzuweisen, ihn in Kategorien einzuteilen, wie kaufkräftig ist jemand, wie angepasst, auch das erfasst de facto Facebook mit. Ja, und die Mechanismen sind exakt die gleichen. Ne? Ja, wir haben ja da gehört, wenn und du schlechtes Scoring kriegst du dann vielleicht irgendwie bestimmte Bahnfahrkarten nicht mehr für Fernzüge zum Beispiel oder darfst bestimmte Reisen nicht mehr machen oder nicht mehr fliegen oder so. Ja. Und da, ich sag jetzt mal, bei sowas wie den Social Medien, so wie wir sie kennen, kriegst du halt schlechtere Preise. Ne? Also du musst halt mehr bezahlen für bestimmte Dinge oder kriegst bestimmte Dinge gar nicht mehr angeboten. Ja. Du kriegst vielleicht gar nicht mit, ja, dass du das nicht angeboten bekommst. Ja. Also im Prinzip ähnlich, ja. Interessant fand ich auch so den Aspekt, wie quasi eine Regierung, ein System oder ein Regime, je nachdem, wie man es bezeichnen will, entdeckt quasi diese Gamification. Das heißt, man arbeitet nicht mehr mit Druck, sondern baut quasi das System, eine große Menge zu kontrollieren auf diese Gamification um. Man ködert die, man hat Achievements, man kann irgendwas gewinnen und das sozusagen systematisieren. Und dann auch noch, das Beispiel war über den Konfuzius, dass man sozusagen das noch an was im kulturellen Gedächtnis heftet, das absolut positiv belegt ist. Ja. Allerdings aus einer Zeit stammt, die vom System her eben nicht frei war. Und das war schon
sehr interessanter Gedanke. Und damit man das nachhören kann, also ich habe jetzt mal rausgesucht, der Talk hieß Gamified Control, China's Social Credit Systems von der Katika Kühnreich. Also den kann man sich auf jeden Fall oder sollte man sich mal verlinken wir anhören, wird man definitiv verlinken. Genau, mediaccc.de. Da ich alles zu schon online. Da ich zu diesem Zeitpunkt ja noch auf der Autobahn war, wurde eigentlich was dazu gesagt, wie es in der Bevölkerung anerkannt ist? Oder wird das abgelehnt oder wird das positiv gesehen? Ich habe den Vortrag gar nicht gesehen. Okay. Ja, also wird schon angenommen. Also das Thema ist zwei Stufen eigentlich. Im Moment ist dieses ganze System ja noch auf freiwilliger Basis. Nichtsdestotrotz wird es sehr gut angenommen. Ab 2020 wird es praktisch zwingend für jeden Staatsbürger eingeführt. Das wird schon insgesamt positiv aufgenommen. Man muss natürlich auch so ein bisschen als Gegenargument natürlich schon auch gelten lassen. China ist ein Land, wo sehr, sehr viele Leute auf engstem Raum miteinander auskommen müssen. Und das wird natürlich schon auch in Anführungsstrichen natürlich auch positiv gesehen, weil es natürlich auch eine Möglichkeit ist des Staates, das in irgendeiner Form zu steuern und zu lenken, weil wenn du dir so nah auf der Pelle hängst, ist Stress vorprogrammiert. Ne? Und Stress führt dann unter Umständen eben auch zu Gewalt und ganz merkwürdigen Effekten, auch in der Bevölkerung. Also man muss dann schon, auch so von meiner Warte aus muss schon sagen, das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite, wir stellen uns da natürlich nur die schlechten Sachen drunter vor, aber auf der anderen Seite muss man auch verstehen, irgendwie musst du das steuern, ja. Irgendwie musst du das in den Griff kriegen, dass die Leute einigermaßen, ich sage mal, einen Alltag bewältigt bekommen, ohne dass sie sich da die Köpfe einschlagen. Ne? Also eine der Ursachen, so kam es bei mir an, ist, die haben da riesengroße soziale Spannungen durch die schnelle Entwicklung von China in den letzten 20, 30 Jahren. Und eine Zahl wurde genannt, 247 Mass-Inzidenz im letzten Jahr und ein Mass-Incident, also so ein Zwischenfall, der große Wirkung hat in der Gesellschaft, ist etwa vergleichbar mit sowas wie, was war beim letzten 20. G20 in Hamburg los. Also sowas von der Dimension haben die 250 Mal in China pro Jahr und das veranlasst dann quasi den Staat, da bestimmte Dinge auszuprobieren, wie kriege ich die Menge von Menschen unter Kontrolle. Also das sind so Hintergründe, die genannt werden und da musst du echt dann gucken, ja, wie funktioniert das, aber in welche Richtung läuft es und was ist das Ziel? Und im Moment ist es technisch so, dass das über die großen Anbieter privat läuft, wird aber durch ein staatliches System abgelöst. Also dann reguliert. Habe ich verstanden, dass im Moment noch keiner kennt. Das heißt, das wird 2020 eingeführt, aber wie das System genau aussieht, weiß im Moment noch keiner. Okay. Aber guckt euch wirklich diesen Vortrag an. Also es sehenswert. Ist absolut sehenswert, ja. Absolut. Ja, aber auf der anderen Seite ist quasi sowas Ähnliches, wenn es tatsächlich um positive Unterstützung von positivem Verhalten quasi geht, ist ja auch in der westlichen Politik die letzten Jahre immer mal wieder diskutiert worden unter dem Stichwort Nudging. Mhm. Ja, so quasi zu sagen, okay, wir unterstützen halt, wenn du dir ein umweltfreundliches Auto kaufst oder wenn du deinen Müll trennst oder was auch immer, kriegst du irgendwie ein Belohnungssystem. Und so wie ihr das gerade erklärt habt, klingt das für mich auch im ersten Moment erstmal genau danach, ja, genau. Nur dass es halt dann irgendwie noch ein Scoring gibt und dass möglicherweise dann öffentlicher Druck entsteht. Ja, viel größer angelegt ist und natürlich viel breiter wirkt. Ne? Also ich meine, jetzt so Abwrackprämie, da ist das relativ umgrenzt, du weißt, um was es genau geht. Da geht es natürlich mehr um, ich sage jetzt mal, sehr, sehr breite, sehr breitflächige Maßnahmen. Und ich finde auch, dass das Problem ist da letztendlich, meiner Meinung nach eben auch, dass dadurch, dass es so breit ist, du die Auswirkungen nicht unbedingt so wirklich vorhersagen kannst. Also im Sinne von langfristiger Auswirkungen. Also wozu führt das? Wenn das halt später, ich sag mal zwei, drei Generationen später, wenn das alles Lemminge, die nur noch gesagt bekommen, was sie zu tun haben, oder gibt es da trotzdem Leute, die, sag ich jetzt mal so, ihren Freigeist entwickeln können? Also wir haben da ja sehr viele Freiheiten. Guck dir den CCC an, was wir hier auch empfehlenswert, die Eröffnungsrede vom Tim sich mal anzuhören, hier vom Kongress hier in Leipzig. Wir haben hier Freiheiten, hier diese vier Tage so zu tun, als wenn wir in einem eigenen Umfeld leben, wo wir erstmal machen können, was wir wollen. Das geht da alles gar nicht. Ja. Also wir haben da schon tolle... Ja.
Der Kongress, also der Club schafft sich hier quasi mit dem Kongress jedes Jahr so seinen kleinen anarchistischen Freiraum. Und das auf eine ziemlich coole Art und Weise eigentlich. Also das sieht man halt eben einerseits natürlich an dem, was hier einfach gemacht wird. Ja, und wie viel einfach auch selbst organisiert schnell funktioniert. Was ich auch sehr krass fand, war dann die Meldung irgendwie von Tag 0, irgendwann spät abends, als die Übergabe von der Messe war. Und es dann so hieß so, ja, wir haben übrigens die Feuerprüfung in allen Hallen, die wir selbst gestaltet haben, bestanden. Die einzige Halle, die irgendwie nicht feuertechnisch, also vor einer Feuerwehr abgenommen wurde, war die Halle 5, die die Messe aufgebaut hat. Was eigentlich nur eine Übernachtungsmesse-Halle ist. Also das ist halt eine Halle, die zur Verfügung gestellt wurde, für die sie sich ein Hotel nicht leisten konnten oder wollten, wo halt im Prinzip Übernachtungen möglich sind. Ich sehe noch das Schild vor mir, das sieht man öfters mal auf dem Kongress, aber ist man hier beim Podcaster, bei der Podcaster-Ecke gleich aufgefallen, nämlich endlich vernünftige Leute. Endlich normale Leute. Oder normale Leute, ja. Also dieses Schild schleppen wir jetzt auch schon seit 5 Jahren mit rum. Das hat irgendjemand mal gemalt, das A vergessen und seitdem steht das hier rum. Da steht nämlich endlich normale Leute drauf. Ja, genau. Jo. Dann würde ich mal zu einem anderen Talk kommen, der jetzt nicht offensichtlich was mit Datenschutz zu tun hat, das trotzdem aber bemerkenswert war und mich aus einer Datenschutzsicht auch nochmal zum Nachdenken bringt. Was sind da die Auswirkungen? Und zwar Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Ausbau statt Sicherheit. Also da wird mal vorgestellt, was da so alles IT-mäßig unterwegs ist, wie kaputt das ist. Ja. Das heißt, dass da überhaupt nicht an Sicherheit gedacht wird. Es wird bemerkenswert, war so ein Hinweis wie, also das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man hier aufrufen würde, umsonst zu tanken. Aber faktisch könnte man das gar nicht verhindern. Also da wird gezeigt quasi, wo liegen da die Problemstellen, wie einfach ist das gestrickt. Wobei ich dann aber persönlich immer hin und her gerissen bin, so aus dem Thema, ja, muss man das vielleicht so anfangen, damit überhaupt was vorwärts geht? Nee. Oder muss man es erst durchdenken? Nee, das ist so ein Thema. Also eigentlich muss man sowas bestimmt viele denken. Meinungen zu. Das Riesending ist, also erstmal, die Dinger sind sicher. Ne? Aber wenn du da von Sicherheit redest, weil du sagtest ja gut, die ist alles unsicher, also unsicher im Sinne von IT, ja. Sicher im Sinne von elektrisch sicher, die sind elektrisch sicher. Ja. Also da VDE und so, da wird man stirbt gedacht. Nicht. Da, auch ja. Die sind auch wirklich, was das angeht, sind die ziemlich gut gemacht. Das Thema ist aber genau dieser Ansatz, dieser Punkt. Mit Elektrik können wir umgehen. Da haben wir unsere Vorschriften. Da würde sich nie einer trauen, irgendwie das ohne Schutz aufzustellen. Ja. Da weiß jeder, das ist Starkstrom. Da sterben Leute, wenn du dran packst und es ist nicht gut gebaut und so weiter und so fort. Ja. Bei IT-Security ist das alles weg. Ja. IT, das gibt es nicht. Da wird ein da kommt ein Netzwerkkabel dran und damit ist das irgendwie im Netz und das ist gut, dass es funktioniert. Also funktional wird das alles schon irgendwie so gebaut, dass es eben geht. Aber dass da jemand, der beste Spruch war, die einzige Sicherheit, IT-Sicherheit, die da eingebaut ist, physikalisch, das sind, acht Schrauben und einer aus dem Publikum fragte dann ja auch Kreuzschlitz oder Philips. Also, welchen Schraubenzieher muss ich bitte mitnehmen, damit ich die Dinger aufmachen kann, ja? Und es ist, man soll es nicht glauben, aber Philips wäre ja zumindest schon mal eine Hürde, die jetzt mein Opa zumindest nicht in der Garage liegen hat, ja? Aber es ist Kreuzschlitz, ja? Also, und so kaputt ist das ganze Ding, ne? Also, das Thema ist Authentifizierung der Abrechnungskarten praktisch null. Das ganze Zeug so abgesichert mit irgendwie Verschlüsselung zwischen den Kanälen oder einzelnen Instanzen, die es da gibt, null. HTTP, ja, da ist also noch nicht mal HTTPS mit richtigen Zertifikaten oder so, sondern gar nichts. Das Ganze scheint im Moment noch deswegen nicht aufzufallen, weil es einfach noch viel zu wenig genutzt wird. Ja, aber das wird sich ja hoffentlich auch ändern. Ja, ich hatte also ein Gegenargument zu dem Argument, was da vorgebracht wurde. Naja, gut, da muss man vielleicht mal so anfangen, damit es überhaupt losgeht. Ja, okay, kann man machen, aber diese Industrie ist es gewohnt,
solche Dinge für mindestens 10 Jahre aufzubauen, weil die haben keine Lust, Ladesäulen nach 2 Jahren wieder wegzuschrauben. Das sieht man an den Zählern, ne? Bis diese Ferrari-Zähler abgeschafft wurden. Das hat 25 Jahre gebraucht, um überhaupt mal ein Gesetz zu bringen, dass keine Ferrari-Zähler mehr eingesetzt werden. Also diese Stromzähler, wo die Drehscheibe rumläuft, sondern dass digitale Zähler zugelassen werden. 25 Jahre das gebraucht. Und dann dauert es jetzt nochmal 25 Jahre, bis die Dinger wirklich mal in jedem Haushalt hängen. Und die bauen die Dinger, weil die da für 10 Jahre Ausblick, weil die haben keine Lust, in 10 Jahren wieder einen neuen Zähler hinzuhängen. Ja? Und so sind diese Ladesäulen auch ausgelegt. Das heißt, dieses kaputte Zeug, was sie jetzt rausgerollt haben, das sehen wir meiner Meinung nach mindestens noch 10 Jahre. Ich schmunzel gerade nur, weil ich mir die Links angeguckt habe zum Talk vom Matthias Dahlheimer. Es sind schöne Links drin, wie zum Beispiel das eine in YouTube, Waffeln backen an der Elektrozapfsäule. Da zeigt er das Gerät, das er vorgeführt hat. Quasi, was sind so die Codes? Das heißt, also wie ist das Protokoll zwischen Ladesäuleninfrastruktur und zentrale Abrechnungsinfrastruktur und wie ist das Protokoll quasi zwischen Auto und Ladestation und welche Befehle gehen da wann drüber, und da hat er sich so ein schönes Kästchen gebaut, wo man da die Steuerbefehle ein- und ausschalten kann, und da fährt er mit dem Elektroauto hin und backt dann Waffeln an dem Automaten. Wobei eins und Sicherheit hat er ja auch schon mal offiziell, haben die mal nachgefragt, und die offizielle Antwort war ja, der APN, über den die kommunizieren, der ist geheim gehalten. Ja. Also das ist das Sicherheitskonzept im Moment. Ja. Man nimmt ja HTTPS, wie schwierig das rauszufinden ist. Also quasi einmal so ein Ding aufschrauben, einmal mitsniffen und du hast alles. Nee, besser. Das sind 2 USB-Buchsen drin. Eins für das Kommunikationsmodul, da ist Netztechnik und das Ganze drauf. Und ein Modul ist die Steuertechnik für die Ladung. Beide haben den USB-Port. Wenn du einen FAT-formatierten USB-Stick einsteckst, dann schreiben die ihre Logfiles da rein. Der leer und ihre IDs. Der einen leeren Stick einstecken. Und dann schreibt die ID drauf. Und mit einem Zusatzskript kannst du dann auch noch die komplette Historie auslesen, wer alles schon an der Säule war, mit welcher Karte und wie ich getankt habe. Jetzt kommt's. Und das reichen die Kartennummern für die Authentifikation. Die Kartennummern sind in Klartext da drin. Das heißt, du hast dann schon mal einen Satz von Karten, die abrechenbar sind. Fährst an die nächste Säule, brauchst dir eine Karten Imitat mit der Nummer und dann fertig. Ist gut. Ne? Also kaputter geht es. Er hat sich nur ein Imitat seiner eigenen Karte gebaut, um da nicht irgendwie über Grenzen zu gehen, aber ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich schraube das Ding auf, stecke ein USB-Ding rein, schraube es wieder zu, und am nächsten Tag gucke ich, wie alles getankt habe und habe genug Karten. Ja. Du kannst den USB-Stick wieder rausziehen. Ja, das schreibt das Ding auf deinen Stick und dann nimmst du den Stick wieder mit. Ja, aber das sind keine historischen Daten. Doch, die sind in dem Gerät, der schreibt die ja da rein. Die Logdateien aus dem Gerät werden auf deinen USB-Stick übertragen. Also nicht die aktuell geschrieben werden, die Logdateien, sondern die vorhanden sind. Genau. Die wahrscheinlich auch, wenn du es drin stecken lässt, aber das Problem ist wahrscheinlich, dass, wenn das Ding nur 2 USB-Ports hat, du dann die Abrechnungstechnik aussteckst. Und wenn ich da ein Geheimnis... Sie sind leer. Der ist leer. Ach so, der hat 2 USB-Ports. Das sind die Wartungsports und... Das ist für die Wartung. Wenn du eine ZIP-Datei, die eine Endung vom Hersteller hat, da drauf hast, dann entpackt der die, weil das ist für Servicearbeiten gedacht, und zwar Updates. Der Servicetechniker geht mit einem neuen Update hin, steckt das. Das ist eigentlich eine verpackte ZIP-Datei, wo, was war es, Python? Nee, nicht. Ja, Passkripte liegt drin. Was auch immer. Lässt sich rauskriegen. Ja. Und das ist auch schon bekannt, was da drin liegt. Weil, und er führt das dann aus. Die sind öffentlich auf der Webseite des Herstellers. Ja, da kannst du dir das Zeug runterladen. Updates. Auch nicht schlecht. Die Updates, die schon da sind, die sind da alle zum Runterladen. Wenn man weiß, dass es ein ZIP ist, dann kann man das einfach mal entpacken und gucken, was da drin ist. Genau. Dann kannst du die Abrechnung über dein eigenes Konto machen. Genau. Wenn du so eine nette Ladekarte hast, ist das Problem, also die haben es getestet mit den größten 4 Anbietern, aber auch die nächsten Anbieter, die sind kompatibel, hieß es. Mhm. Und da ist halt alles hinten drin gleich. Und noch bemerkenswert war eine Wortmeldung am Schluss, wo einer gesagt hat, ja, er war beim Aufbau der Backend-Infrastruktur mit drin, weil gesagt wurde, die haben wir uns nicht angucken können. Ist genauso schön. Er hat gesagt, er war dabei. Da sieht es auch nicht anders aus, weil da wurde darauf hingewiesen, aber es interessiert keinen, und da sagt jeder, brauchen wir nicht.
Wobei ein Punkt, der ist im Moment interessant, weil es natürlich nicht so häufig genutzt wird. Im Moment wird faktisch quasi nur der Parkplatz abgerechnet. Der Stromverbrauch ist völlig egal, weil das sind Stromversorger mit im Bunde. Ja, ja. Die wollen es jetzt wird faktisch mal, also nur bei, die Parkzeit abgerechnet. Ja, ja, bei uns hat auch der lokale, die lokalen Stadtwerke haben jetzt bei uns in der Straße zwei Säulen aufgestellt. Das ist halt auch. Aber ich finde, weil das von der Diskussion her auch mal interessant ist, ne? Was ich ja immer wieder mitbekomme bei sowas wie Produktentwicklung ist, dass sehr schnell das Argument aufgebracht wird, ja, aber pass mal auf. Wir arbeiten da mit einem Partner zusammen. Der Partner heißt jetzt irgendwie, ja, in dem Fall war es, weiß ich nicht, wer diese Kartenhager war, der Elektroinstallator, der Elektropartner und die Abrechnung hatte irgend so ein Kartenhersteller da irgendwas gemacht. So. Die Argumentation, die immer dafür spricht, ja Leute, aber wir arbeiten doch da mit Partnern zusammen, deren einzigstes Geschäftsmodell ist genau das da zu machen. Und die sind doch nicht so doof, das so schlecht zu tun, um ihr eigenes Geschäftsmodell praktisch in die Grütze zu reiten. Und ich sage immer, ich weiß es nicht, aber man müsste mal gucken. Also ja. Guckt es euch trotzdem ja, ja. mal an, und, aber und es wird Zweifel, nicht angeguckt. Genau, und solange die Dienstleister genutzt werden, ist es doch ist auch scheißegal, so. Ja. Was sie fabrizieren. Ja. Und das beweist immer wieder, und das hat der Vortrag mir gestern auch wieder gezeigt, ja. Nein, Leute, es ist so, die machen sich im Zweifel ihr Geschäftsmodell kaputt, weil die sind so doof. Ja. Es ist wirklich so. Tut Weil mir leid. Zu faul sind oder zu was auch immer. Ja. Da habe ich immer das schöne Beispiel, ein Projekt, was ich begleitet habe, Zeitabrechnung. Und irgendwann nach der Einführung stellte sich innerhalb von wenigen Wochen raus, also wenn man andere OTBC-Treiber auf seinem PC installiert hat, dann ist man an sämtliche Daten rangekommen. Und das Problem war, wir haben da quasi ein Programm eingekauft, was nicht, also ich authentifiziere mich und dann rufe ich aber nicht meine Daten vom Server ab, sondern ich rufe alle Daten vom Server ab und dann erst auf meinem PC tue ich nur meine bearbeiten. Nachdem das rausgekommen war durch ein paar Mitarbeiter, wurde von dieser Firma dann uns vorgeworfen, ja, wenn sie so kriminelle Mitarbeiter haben, dann können wir auch nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt aber. Das ist aber hallo. Da muss ich denen aber auch mal Dummheit recht geben. Durch Penetranz ersetzt, ne? Ja, aber alleine deswegen, dieser Vortrag wirklich klasse, super Arbeit. Super vorgetragen, echt kurzweilig. Für Insider halt wieder mal eine Bestätigung im Extrem. Also zum Schluss wurde nochmal zusammengefasst, was alles in Einzelteilen kaputt ist. Im Prinzip war alles kaputt. Kann ich nur jedem empfehlen, der auch mit solchen Themen zu tun hat, Produktentwicklung und so, weil das einfach ein gutes Paradebeispiel dafür ist, wie von vorne bis hinten wirklich alles kaputt geritten und trotzdem im Endeffekt ja darauf angelegt ist, in Massen ausgerollt zu werden. Ja? Ja, es ist ja auch nicht untypisch. Also das wird nicht das einzige Beispiel sein, wenn da was ausgerollt wird. Das sieht es woanders nicht besser aus. Ich habe da jetzt auch gleich noch einen Talk, wo ich hingehen will, zum Thema besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Ja, das Foto. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, die Totgeburt. Ja. Alter. Die nächste Totgeburt. Das Ding ist schon, also allein wie viele Hürden ich als ITler hatte, überhaupt mal mich da ranzukommen, dass man diese Zertifikate irgendwie bestätigen kann, die auf den Karten sind. Und sich da mal irgendwie einloggen, was auch immer, und das vervollständigen kann. Genau, bitte nehmen Sie hier folgendes altes Java mit ohne Security Fixes von den letzten 2 Jahren und ja, theoretisch funktioniert es auch unter macOS, aber da brauchst du dann das Java Development Kit. Und zwar auch das von vor 2 Jahren und nicht die aktuelle Version. Ne, wobei, das hat dann wohl sogar mit der fast aktuellen Version, mit dem aktuellsten Java 8 funktioniert. Du durftest keinen Java 9 nehmen. Und lauter so Scheiß. Und dann auch noch im Frontend diese Sache mit den Zertifikaten, wo sie halt irgendwie das Server-Zertifikat mit ausrollen, weil sie das ja auf dem Localhost ausspielen. Ja, genau. Auch schön. Danke fürs Gespräch. Ja, und das werde ich mir jetzt dann gleich mal angucken. Das ist um 12.30 Uhr. Da der nicht ins offizielle Programm aufgenommen wurde, der Talk, in so einem kleinen, selbstorganisierten Raum. Ist der bei den Lightning dabei? Oder? Nee, der ist im Lecture Room 11 hier im CCL direkt. Das ist so ein kleiner mit so 50 Sitzplätzen oder sowas. Mhm. Okay.
die ganzen Juristen in meinem Bekanntenkreis werden da sein, ich auch. Das klingt interessant, könnte man sich anhören. Und ja, genau, von dem Kollegen vom Chaos Darmstadt, der das eben der Telekom gemeldet hat, dass ihr Zertifikat geleakt wurde, woraufhin die Telekom es revoked hat. Immerhin. Ja, ja. Andere hätten das nicht gemacht. Ja, ja, nein, nein. Man kann der Tesi alles vorwerfen, aber dass sie Standards nicht einhalten, das nicht. Okay. Da gab auch welche, die haben dann noch welche hinterhergeschmissen. Ja, und jetzt haben sie ja eins ausgeliefert, das eine eigene Zertifizierungsstelle ist. Das ist auch bearlocalhost.de signierte dieses Zertifikat für bearlocalhost.de. Tja. Ich meine, das ist das. Und dann musst du es bitte auch selber in seinen Zertifikatspeicher laden. Na, danke. Das ist das Zertifizierungs- und Zertifikatsdilemma. Ja, ja. Und die Browser mit Ausblenden von ganz viel Information helfen da bestimmt nicht, dass das Ganze besser wird. Ja, sicherlich. Aber ja. Ja, nein, es ist halt leider auch wieder das übliche Problem. Öffentlich bezahlte IT-Projekte werden an den billigsten, nicht an den besten, an den wirtschaftlichsten Dienstleister vergeben und der billigste Dienstleister programmiert halt nur billig. Ja, die um auf die Talks nochmal zurückzukommen, was ich gestern verpasst habe, ist Ethics, Society and Politics. Die Lauschprogramme der Geheimdienste mit dem Ströbele und der Konstanze. Mhm. Hat denn jemand von euch irgendwie mit? Nee, da war der Raum wegen Überfüllung sowieso gesperrt. Okay. Da gab es die Schlange. Also wir haben ja vorhin schon was von der großen Wurst erzählt. Die Quergänge sind auch nicht kurz. Ja. Und da standen schon, als der Talk vorher lief, standen schon die ganzen Gänge voll und die haben da auch die Türen zugemacht, genauso bei dem China. Wo wir da durch sind, ja. Bin ich ja auch nicht mehr reingekommen. Wir hatten einen Platz, ich habe noch schnell eine Mate geholt und dann kam ich nicht mehr rein, weil wegen Überfüllung geschlossen und ich musste mit den Engeln diskutieren, dass sie mich dann nach viel Bitteln und Betteln wieder auf meinem freien Platz gelassen haben. Ja, ansonsten also gibt es ja immer die Option, einfach direkt in den Livestream reinzuhören. Ich wollte nur darauf hinweisen, Video. Das ist sicherlich absolut einer, dem ja auch so jetzt von der Beschreibung her aufgefallen sind, die sich definitiv lohnen, sich anzugucken. Ne? Genauso, wer sich noch nicht mit dem Wahlhack befasst hat, da hat Linus und die anderen normalen Talk gehalten gestern zu, kann man sich auch ansehen, wenn man die Story noch nicht kennt, waren bestimmt gute Hintergrundinformationen. Ja. Jo, und was auch eine interessante Sache jetzt nicht ganz direkt mit Datenschutz war, war der Talk hieß, wo ist es denn? Catch Me If You Can. Activism in Saudi Arabia. Ah ja, okay. Also es ging tatsächlich von einer, die hat zuletzt irgendwie über ein Jahr für eine Stiftung in Saudi-Arabien gearbeitet und dort halt vor Ort quasi so ein bisschen Kulturarbeit, Kontakt gemacht und hat halt eben mal erzählt, wie schnell irgendwie YouTuber in Saudi-Arabien weggecasht werden, wenn sie so dünne Linien überschreiten. Und auch das ist halt quasi und Dinge über Netzblockaden und ähnliches, auch das ist sicherlich im weitesten Sinne interessant. Ja, absolut. Okay, und wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben ja nur so einen freien Spontanslot genutzt. Der Spontanslot ist in spätestens 10 Minuten zu Ende. Ja, ja, dann. Aber wir hören uns dann. Haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und genau. Somit tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Oder so. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.